Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Wie schließe ich ein Mikrofon an mein Interface an? Wie eine Gitarre? Und wie mein Synthesizer? Das erfahrt ihr in diesem Video. Schauen wir uns zunächst mal das Audio-Interface an. Natürlich ist nicht jedes Audio-Interface exakt gleich. Vor allem bei den kleinen Modellen ist es aber tatsächlich so, dass ihr das, was ich jetzt hier erläutere, eigentlich bei so gut wie allen Modellen wiederfindet. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt nicht genau dieses Modell habt, ist das Video für euch trotzdem interessant. Beginnen wir damit, dass wir ein Mikrofon anschließen wollen. Wir sehen hier vorne zwei Eingänge und unter denen steht auch Mic und Line. Die Buchsen sehen ein bisschen merkwürdig aus, nicht wie ein typischer XLR-Eingang. Liegt daran, dass es Combo-Buchsen sind. Wenn ihr ein Mikrofon anschließen wollt, bitte immer über XLR. XLR, das ist dieser dreipolige Stecker. Der passt hier wunderbar rein. Wenn ich die Verbindung hergestellt habe, kann ich über diesen Drehregler hier meinen Mikrofonpegel einstellen. Der sollte möglichst hoch sein, jedoch nicht so hoch, dass diese rote LED hier oben an der Peak steht, leuchtet. Die sollte auch nicht gelegentlich leuchten, sondern gar nicht. Es könnte jetzt sein, ihr habt euer Mikrofon angeschlossen und hier kommt überhaupt nichts an. Dann habt ihr möglicherweise ein Kondensatormikrofon angeschlossen, das Phantomspeisung braucht. Diese könnt bzw. müsst ihr separat einschalten und zwar hier hinten. Da steht 48V dran, Phantom, irgendetwas in dieser Art, meint aber alles das Gleiche. Das ist eine Versorgungsspannung für das Mikrofon. Sprich, das Mikrofon braucht im Grunde selbst Strom. Und sobald ihr die Phantomspeisung einschaltet, bekommt es diesen auch. Grundsätzlich solltet ihr die Phantomspeisung ausschalten, bevor ihr irgendetwas steckt. Also beim Mikrofon anstecken, Phantomspeisung abschalten, Steckvorgang einschalten. Was ist, wenn ich jetzt einen Synthi anschließen will, der vielleicht sogar Stereo ist? Dann brauche ich tatsächlich beide Eingänge, denn diese Eingänge sind Mono. In dem Fall sollte ich vor allem auch darauf achten, dass diese beiden Gain-Potis gleich laut sind, weil ich ansonsten kein sauberes Stereobild bekomme. Line-Signale bitte immer über Klinke hier reinschicken. Auf den Klinken liegt keine Phantomspeisung an. Das heißt, unabhängig davon, wo hier hinten dieser Schalter steht, für die Klinkeneingänge ist er völlig irrelevant. Würdet ihr über XLR anschließen euren Synthi und schaltet die Phantomspeisung ein, sagt eurer Synthi Ade. Dritter Fall, ich möchte meine E-Gitarre anschließen. Vom Stecker her sieht die genauso aus. Gut, das ist jetzt ein gewinkelter, aber hat dieselbe Größe. Den würde ich jetzt hier einstecken. Warum? Für Eingang 2 findet sich hier ein Schalter. Steht auch dran, Input 2 Hi-Set. Der muss nicht Hi-Set heißen, der kann auch Inst für Instrument heißen oder es ist so ein kleines Piktogramm einer Gitarre oder sowas dran. Die machen aber auch immer das Gleiche. Die passen elektronisch den Eingang auf ein Gitarrensignal an. Das unterscheidet sich nämlich nochmals. Also es gibt im Grunde Mikrofonsignale, das sind auch die schwächsten. Es gibt Instrumentensignale, die sind schon deutlich stärker. Und Line-Signale sind die stärksten, mit denen wir in der Audiotechnik an Audiosignalen zu tun haben. Also merken, bei Gitarre diesen Schalter aktivieren, ansonsten habt ihr einfach deutlich zu wenig Pegel. Im Umkehrschluss habt ihr euren Synthi hier angeschlossen und ihr merkt, ist übersteuert, vielleicht gucken, dass dieser Schalter deaktiviert ist. Wenn es immer noch übersteuert, am Synthi leiser machen. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie man einen Synthi an einen Mischpult anschließt, falls euch das interessiert. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben geben, gern auch den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Bleibt mir nur noch zu wünschen, auch wie immer, gehabt euch wohl.